kommt die zweite Abhebung. Achso, nochmal, ja? Ja, ja. Das Schöne ist ja, während du mit dem Mikrofon kämpfst, du hast mir erlaubt, ein Klischee darf ich mir aussuchen. Okay, ich beobachte dich natürlich nicht. Das haben wir oft genug gehört. Das muss auch nicht sein. Aber ich muss dich nochmal darauf ansprechen. Und das, ja, haut mich oder liebt mich dafür. Er war das Ding des Ostens. Nimmst du das so hin? Also Sting ist ein großartiger Künstler, der einen großen Einfluss auf die internationale Popszene hatte und großartig lyrische Texte geschrieben hat, wunderbare Melodien komponiert hat und dazu noch Gitarre spielt und Bass. Wie ein Weltmeister bin ich der Sting? Nein. Dennoch ist Sting natürlich jemand, der mich beeinflusst hat. Also ohne den ich wahrscheinlich nicht Musik gemacht hätte. Denn mein Weg sollte eigentlich ein anderer werden und irgendwie unvorsichtigerweise war ich in eine Band eingestiegen, die sich Jessica nannte und einen Sänger brauchte. Und an demselben Wochenende 1981, nachdem ich also freitags mit diesen Jungs geprobt hatte, und wir uns eigentlich nicht so richtig einig waren. Die wussten nicht, ob ich nur jetzt ihr Sänger sein könnte. Und ich wusste nicht, ob das die Musik ist, die ich brauche. An diesem Wochenende kam der Rockpalast 1981 mit Police. Und da hat sich für mich so eine Welt geöffnet. Also es gibt ja immer wieder so Dinge, wo sich Welten öffnen. Zum Beispiel hat sich bei mir auch eine Welt geöffnet, als ich das erste Mal im Kino war mit meinen Eltern und den Film Chingachgook, die große Schlange, gesehen habe. Da ist eine Welt, also eine Welt ist da aufgegangen. Und so ähnlich war das. Hast du schon mal hinter dich geguckt? Ja, ich habe schon gesehen, das war mein Freund da. Da ist er. Ja. Und so war das auch mit dem Rockpalast. Also da war irgendwie klar, da findet was statt, was mich irgendwie berührt. Und dann habe ich auf einmal Lust gehabt, doch wieder in den Probenraum zu marschieren. Und als ich dorthin kam, stand André da mit der Gitarre. Den hatte dieser Rockpalast genauso berührt. Und der spielte Message in a Bottle auf der Gitarre. Und ich habe dann dazu gesungen, noch keinen Text gekannt und nichts, einfach nur die Melodie. Und dann war Jessica eine ganze Zeit lang in Berlin sozusagen die Band, die Police spielt. So könnte man es vielleicht besser formulieren. Und das haben wir, glaube ich, auch ziemlich gut gemacht. Und das Ding hat mich auch jahrelang begleitet. Auf dem Bass, ja. Also immer wieder, weil das Ding ist auch ein Musiker, der sehr neugierig ist und immer wieder auch neue Wege geht und sucht. Im Moment sucht er für meinen Geschmack als Fan ein bisschen zu lange. Er hat ja, glaube ich, 10 Jahre lang kein Album mit neuen Songs veröffentlicht, also mit eigenen neuen Songs. Das tut mir ein bisschen leid. Aber doch über viele Jahre kam immer wieder so ein Impuls aus dieser Richtung. Und insofern ist er mir sehr nah als Künstler. Aber da gibt es auch andere. Brecht hatten wir schon. Aber das Ding, ja, hat schon eine Rolle gespielt. Und wir haben dann allerdings irgendwann mal gesagt, ihn also auch nachzuspielen, also weil wir hatten ja richtig so ein Programm jetzt noch bis, weiß ich gar nicht, 2010 oder so oder 11. Also ihn auch immer nachzuspielen und seine Songs zu interpretieren, ersatzweise sozusagen. Das wollte ich dann auch irgendwann mal aufhören und wir haben dann an seinem 60. Geburtstag in meiner Wahlheimat Mecklenburg-Vorpommern ein großes Konzert gemacht, haben einen ganzen Abend lang über 2,5 Stunden nur Police und Sting-Songs gespielt. Die Leute haben getobt und geschwitzt und danach haben wir es mal sein lassen. Und wenn Sting heutzutage für mich noch eine Rolle spielt, dann immer, also dass ich Lieder anfange zu sezieren und zu gucken, kann man das in Deutsch machen, funktioniert das, gibt es da eine Aussage, die ich selber so noch nicht getroffen habe, aber gerne treffen würde, kann ich die also in unsere Sprache bringen. Das ist mein Spaß mit Sting heutzutage.
Mein letzter Spaß übrigens mit ihm war, er hat sich mit einem Musiker zusammengetan, dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann, der mittelalterliche Saiteninstrumente gespielt hat und Lauten. Und was dabei rauskam, war ja verdammt experimentell. Das ist ja auch seine Persönlichkeit, er probiert vieles aus, aber er macht noch etwas ganz anderes. Und damals war ich total verwundert und habe das nicht verstanden. Sting transportiert seine eigenen persönlichen Emotionen manchmal mit Musik, auch auf Konzerten. Und die Art und Weise, wie Sting mal auf einem Live-Konzert Abschied von seinem Vater genommen hat, hat mich schwerstens berührt. Ja, wobei, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, dann hat Sting eigentlich eine ganz dramatische Geschichte mit dem Abschied von seinen beiden Eltern. Der ist weder auf der Beerdigung des einen noch der anderen gewesen, weil er auf Welttournee war. Und es gibt diese hübsche Geschichte, die kann man in seiner Biografie lesen. Er ist ja ein Multimillionär, dann haben sie sich ein großes Schloss gekauft und dann hat seine Frau irgendwann gesagt, ach guck mal, da diese große Wiese, da hätte ich gerne irgendwie, da müsste eigentlich ein kleiner See sein. Und dann, naja, nur gut, dann haben sie da versucht, einen See anzulegen, die Landschaft ein bisschen schöner zu machen. Und dann war er auf Tournee. Irgendwo in Brasilien und da klingelte sein Telefon und seine Personal Managerin rief an und sagte, es gibt Probleme bei der Baggerei mit dem See. Ja, wieso? Man hat eine Leiche gefunden. Und daraufhin checkte er dann, ach du Scheiße, habe ich ein Alibi? Wann, wie, wo, was? Und es war tatsächlich eine 2000 Jahre alte Leiche, Frauenleiche, die man dort gefunden hatte, offenbar ein Ritualmord, der da stattgefunden hat. Und die ist da also aus dem Erdreich sozusagen, aus der Schlacke so mit hochgeholt worden. Und dann hat man beschlossen, also es musste alles natürlich Archäologen und haben das alles untersucht und so weiter. Und irgendwann haben sie ihm auf die Schulter geklopft und haben gesagt, so, ihre Leiche. Und haben ihm die wiedergegeben. Und da hat er gesagt, so, ne, was denn jetzt? So, okay, dann beerdigen. Und auf diesem, wo der See ist, da gibt es in der Mitte eine kleine Insel mit einer kleinen Kapelle drauf. Und da haben sie dann diese Frau 2000 Jahre nach ihrem Tod beerdigt. Und dort erst ist er zusammengebrochen, hat sozusagen seine Eltern mitbeerdigt, ne? Dort erst. Das ist also eigentlich, wenn du das jetzt ansprichst, deswegen erzähle ich, es ist eine ziemlich dramatische Verarbeitungsgeschichte. Ja, aber trotzdem gehört es ja dazu, auch zu deinem Leben Emotionen auf der Bühne mit zu transportieren. Warum machst du das? Also die Frage versteht man als Künstler eigentlich nicht. Künstler entstehen dadurch, dass sie Emotionen transportieren. Also Pablo Neruda hat mal gesagt, Künstler sind die Wanderer zwischen den Welten. Also zwischen dem, was wir täglich arbeiten und leben und machen und tun und dem und dieser Welt, die dahinter immer noch mitbubbert. So. Dafür wird Kunst gemacht. Jede Kunst spricht diese Unterwelt, sage ich jetzt mal, spricht die an. Und ob der Künstler nun Sting heißt oder Eisbrenner oder sonst wie, das sollte seine Aufgabe sein, Emotionen zu transportieren. Und natürlich ist es sehr gut, wenn man eigene Emotionen besitzt. Ich habe manche Künstler im Verdacht, da sie gar nicht in der Lage sind, Emotionen zu transportieren, und sondern die Dinge als Geschäft betrachten. Aber das ist eine andere Geschichte, über die möchte ich also auch nicht richten. Wenn das der Weg von manchen ist, dann ist das. Dann meistens wird Musik dann aber zu Mathematik und die Emotionen bleiben eigentlich auf der Strecke. Aber nachgewiesenermaßen verdienen viele Leute damit viel Geld. Richtig viel Geld, ja. Richtig viel Geld. Kriegen wir denn nun heute wenigstens den Sting in einem Song geboten? Weiß ich noch nicht. Wir robben uns jetzt mal durch den letzten Block.
Und ich gucke mal, was mein Hals alles so hergibt. André, kann ich dich zur Not bestechen? Aber du musst halt sowieso nach vorne kommen, also insofern, ne? Dann übergebe ich dich wieder deinen Mitmusikern. Hey, du hörst es ja, ich muss ja, ein bisschen haushalten und mal gucken, was so Milch? Geht an Liedern. Sollen wir dir noch mal eine warm machen oder reicht das? Ja. Nee, wenn es Husten wäre, wäre alles gut. Es ist leider nur Heiserkeit. Virus Frieda in dem Fall. Vielen Dank. Ich danke. Übrigens, man kann auch ihm mal applaudieren. Denn die Moderiererei und das Befragen von anderen Leuten ist auch eine sehr spezielle Angelegenheit. Nur hast du ja in meinem Fall Glück, ich bin ja pflegeleicht. Habe ich irgendwas aus den 2 Stunden mit eingebracht? Nee, ne?